Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Und so kommen diese Aussagen von Josua, die kann ich jetzt eins zu eins wunderbar projizieren auf die Aussagen von Römer 7. Römer 7 will uns Christen nicht ablocken oder gar uns das Heil absprechen, sondern es stellt uns in ausgeglichener Weise die Tatsache vor Augen, dass wir, obwohl wir Christen sind, wir haben es zu tun mit einem Todesleib, in welchem Sünde wohnt, auch nach unserer Bekehrung. Und diese Tatsache, die muss ich mir vor Augen halten, um zu verstehen, ich kann dem Herrn doch gar nicht dienen aus mir selbst heraus. Ich brauche seinen Geist. Wir kennen die wunderbaren Bibelworte, wie zum Beispiel, wird euch nun der Sohn freimachen, so seid ihr wirklich frei. Was bedeutet wirklich frei? Ich will doch wirklich frei sein. Und diese wirkliche Freiheit, diese ganze Freiheit Gottes, die will ich doch erleben und die will ich bezeugen und das soll aus meinem Leben herauskommen. Und nun erleben wir Christen, die hier und da doch wieder gebunden sind. Ja, was ist jetzt wieder los? Wo ist jetzt die wirkliche, ganze, echte Freiheit? Ja, stimmt da wieder etwas nicht? Sind die vielleicht doch keine echten Christen? Oder was ist nun die Sache? Dann der wunderbare Vers von, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein, nämlich Gottes, Same bleibt in ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Ja, was fehlt mir noch? Bin ich von Gott geboren, kann ich nicht mehr sündigen. Also werde ich nicht mehr sündigen. Das ist die eine Seite. Und das ist die Seite der Same, der Wiedergeburt, wo in deinem Innersten geschehen ist. In deinem Geist ist eine Neugeburt geschehen. Dieser Geist von dir, der vom Heiligen Geist jetzt aus dem Tod heraus ins Leben, ins Auferstehungsleben gebracht wurde, dieser Geist kann und wird niemals sündigen. Aber, und das ist die Medaille ihrer anderen Seite, die dazugehört. Ich kann nicht nur sagen, hey, hier bin ich kann nicht mehr sündigen, also werde ich auch nicht mehr sündigen, jetzt bin ich der absolute gottgleiche Christ. Oh nein, versteh doch. Die Tatsache, die Wahrheit deines Lebens, wo du noch sündigst, da musst du erkennen, was ist jetzt los? Warum habe ich jetzt noch gesündigt, wo ich doch wiedergeboren bin? Ja, wer hat jetzt gesündigt? Ich sage dir, wer gesündigt hat. Nicht dein Geist hat gesündigt. Dein Geist ist versiegelt. Der ist vakuumverpackt. Dein Geist kann gar nicht sündigen. Aber jetzt sündigst du noch, wenn du sündigst. Du sündigst noch aus dem Fleisch, weil du noch auch Fleisch bist. Du bist nicht nur Geist. Und das ist einfach so. Das erleben wir doch alle sehr schmerzlich. Und in diesem Schmerz, wo ich noch sündige, wo ich mein Zu-Kurz-Kommen sehe, was geschieht? Was passiert? Ich verliere mein Selbstvertrauen. Und das ist sehr gut so. Und es ist sehr heilend. Und deswegen ist diese ganze schwierige Konstellation, dass heilige Wiedergeborene noch sündigen, diese ganze Problematik wird in einem schönen Lied dargestellt, wo es dann auch heißt, versagt. Ich habe schon wieder versagt. Und ich sagte doch, ich tue es nie mehr. Ich hatte mich doch schon so gut im Griff. Doch irgendwas ging schief und ich habe nochmal versagt. Wir kennen das. Und wenn wir ehrlich sind,
dann muss uns diese Wahrheit von unserer Sündhaftigkeit und von unserem zu kurz kommen. Diese Wahrheit muss wie Essig sein, wo die Medizin ist. Essig ist die Medizin, das Saure, das Schmerzhafte ist die Medizin, um mich zu heilen, um mich von mir selbst zu befreien. Denn damit habe ich noch mein größtes Problem. Wenn ich nun die Aussage, ich hatte mich doch schon so gut im Griff, genau dort, wo ich mit diesem, ich habe alles auf der Reihe, bei mir funktioniert Christsein, also mein Christsein funktioniert, dass mit diesem Begriff, den ich dann von mir selber mir mache, dass die Gnade Gottes für mein Leben und mein Verdienst sich doch irgendwo und irgendwie bedingen. Das heißt, dass ich dann irgendwie zu dieser natürlich logischen Schlussfolgerung komme, die aber verkehrt ist, dass ich Gnade bekomme, und die Gnade sieht man ja in meinem Leben, aufgrund, weil ich doch was Besonderes bin, weil ich doch der liebe Kerl bin. Gott muss mich so lieben, weil ich hab's verdient. Es ist doch feststehende Wahrheit, Gnade ist unverdient. Du Mensch hast es nicht verdient und du wirst es dir auch nicht verdienen und es wird nicht aus dir selber kommen, es ist ein feststehender Diamant. Und jetzt plötzlich bekommt dieser Diamant, so im Bild gesprochen möchte ich sagen, so kleine Stummelfüßchen und fängt an zu laufen in eine verkehrte Richtung. Ich hab's gemacht. Ich habe selber auch meinen Anteil. Zumindest so und so viel Prozent waren es auch meine Leistungen. Und damit wird die bewunderungswürdige, unselbstständige, abhängige Gnadenbegriff kommt auf eigene Füße und bewegt sich damit schnurstracks in die Richtung von Selbstständigkeit. Ich muss es und werde es selber vollbringen. Ich werde dem Herrn schon zeigen, wie ich ihm diene. Und wenn ihr, meine Umwelt, das nicht glaubt, ich mache es. Ich mache genau das, was Josua gesagt hat, was ich nicht kann. Und dann nehme ich das Geschenk aller Geschenke, das absolute Geschenk der Unverdienbarkeit, nehme ich und schände dieses Geschenk, indem ich es verlogenerweise in irgendeiner Art mir selbst zuschreibe. Ich widerspreche der Wahrheit von Josua und sage, halt, Josua, da hast du bei mir nicht recht, ich kann dem Herrn dienen und ich werde dem Herrn dienen und bin mir nicht bewusst, dass es gar nicht in meinem eigenen Vermögen liegt. Und die ganze Götzenschar, die in meinem Leben ist, das kann Stolz sein, das kann alles mögliche, auch geistlicher Hochmut, das sind ganz viele Facetten von Götzen, die in meinem Leben eine große Rolle spielen, die ich gar nicht realisiere, was ich damit alles mache, dann stehle ich Gott die Ehre und nehme sie für mich. Ich lüge mir selber etwas vor und damit werde ich, diese kurzen Stummelfüßchen, die müssen abgeschlagen werden. Dieser Diamant muss wieder seinen Standplatz bekommen. Er steht felsenfest. Kein Mensch kann Gott aus sich selber heraus dienen. Ein Ding der Unmöglichkeit, weil er ist gehandicapt durch sich selbst und seine Selbstverliebtheit. Das geht also gar nicht. Was willst du dann, Mensch? Mach es wie Josua. Öffne dich für die Wahrheit deines Unvermögens. Und dann verändert sich was. Nun stelle man sich einmal vor, wie gehandicapt war eines der größten Vorbilder in der Bibel, Paulus selbst. Er bekommt von Gott gewaltige, fast menschlich untragbare, wunderbare Offenbarung. Und er steht mit diesen Dingen,
die ihr ja von Gott bekommt, steht er sofort und augenblicklich in einer Gefahr der Überheblichkeit. Und dann bekommt er diesen Stachel, diesen Satan, der ihm piesacken muss, um ihn eben, dass er sich nicht überhebt. Nun stellt euch vor, ist das möglich, dass Paulus nicht ganz einwandfrei sich ablösen konnte von dieser Tendenz der Selbstüberheblichkeit in seinem Leben? Er konnte nicht sagen, also Herr, guck her, jetzt habe ich mal, sagen wir mal, es sind zwei, drei Monate, ich habe jetzt so gelitten unter dieser, weil das tut ja weh. Das ist ja nicht angenehm, mit Fäusten geschlagen zu werden. Und jetzt, Herr, jetzt erledige ich, Paulus, erledige das. Ich trenne mich von dieser Tendenz meiner fleischlichen Selbsteinbildung, dass ich mir dann doch irgendwo ganz klammheimlich, es berührt mich doch auch irgendwo, dass ich es war, ich, Paulus. Und er kann sich nicht davon derart loslösen, abtrennen, dass es ihn nicht mehr beeindruckt, dass er die gewisse extra Superperson war. Kann man sich das denken? Er konnte es nicht und er musste mit dieser Gefängniskugel am Bein weiterleben und sein Glaube weiter darauf stellen, die Kraft Gottes wird nicht in meiner Kraft. Ich möchte so gern mit meiner Kraft den Herrn verherrlichen. Nein, Paulus, ich muss dich schwach machen. Ich muss dich abzapfen von dem Aufblaszeug, wo du das Göttliche, es ist das Göttliche, was dich aber aufbläst, weil du eben ein stolzer Mensch bist, der gerne aufgeblasen sein möchte und weil das deine Grundtendenz ist. Jetzt muss ich gleich dir die Gefängniskugel umbinden, weil wenn ich das nicht mache und wenn ich dich nur lasse mit diesen überaus überschwänglich göttlichen Offenbarung, dann wirst du den Bodenkontakt verlieren und du wirst straucheln. Paulus, du läufst mit angezogener Handbremse und da qualmt es halt auch und das gibt Reibungsverluste. Das ist einfach so, damit musst du leben und damit musst du rechtkommen. Und dann kannst du nicht sagen, halt Gott, mit mir, also guck doch mal, auch die Vorbildsfunktion, die ich habe als Hauptschreiber des Neuen Testamentes. Also mit mir kannst du doch sowas nicht machen. Ich meine, ich muss doch stark sein. Ich muss doch auch was darstellen vor den Leuten. Nein, Paulus wird so minimiert, er wird so klein gemacht, dass nichts mehr von dem tollen Paulus einfach dastehen kann. Und das war nicht eine Sache von einmal und nie wieder, das war sein ganzes Leben. Ich muss weniger werden. Und das heißt, ich muss sagen, Gnade allein. Und nicht, ich kann dem Herrn dienen und ich werde dem Herrn dienen und ihr werdet alle mir die Schulter klopfen, weil ich es so gut mache. Vergiss es. Du bist Mensch und du bist befangen von dir selber. Und deswegen bleibt die harmonische Balance in deinem Leben, um dir zu sagen, dass ausgerechnet du, Paulus, ein Szenario in dein Leben hineinbekommst, wo eigentlich zeigt, was bist du für eine Null. Hey Paulus, du bist tatsächlich nicht fähig, dich selber von dir selbst aus diesen Tendenzen des Bösen herauszuholen. Ein Apostel Petrus. Das ist das ganz ähnliche Beispiel. Petrus hat den Herrn verleugnet aus Menschenfurcht. Jahre später muss Paulus mit ihm in die Konfrontation gehen, dass er wieder aus böser Menschenfurcht das ganze Evangelium zur Heuchelei machen will. Jetzt muss ihm Paulus sagen, hey, was bist du für ein Heuchler? Und du hast die anderen verführt, mit dir zu heucheln, in Sünde zu fallen. Petrus, es ist die gleiche Sünde, die du bei deiner Verleugnung schon hattest. Beides zusammen bist du. Du bist ein wunderbarer Prediger, dein Schatten hat Menschen gesund gemacht, du hast vor 3000 Leuten, haben sich bekehrt bei deiner Pfingstpredigt. Wunderbares Instrument Gottes und gleichzeitig ein Loser.
Ein Loser, Petrus, du bist ein Loser, Paulus, du bist aber vielleicht ein Loser. Dass du es nötig hast, so eine Drangsal zu bekommen, um nur deine Gesinnung in Niedrigkeit zu halten. Das war ein willensstarker Mensch, Petrus. Und als alter Mann bekommt er dann auch sozusagen von Gott noch eine extra Portion von: Du wirst dich nicht gürten selber, ein anderer wird dich gürten und er wird dich dorthin führen, wo du nicht hin willst. Das heißt, dein Wille wird im Alter, im hohen Alter, wird dein Wille noch gebrochen werden müssen auf eine Art und Weise, dass dir Hören und Sehen vergeht. Aber das ist alles im Paket, das ist alles gehört dazu und es ist alles meine Gnade, es ist Gnade Gottes. Petrus, dass ich mit dir in meine Schule gehe und dass ich mit deinem Erdenleben in diese Schule durchackere und diese klaren Linien meiner göttlichen Züchtigung bringe in dein Leben. Sei mir dankbar, dass ich dich nicht verlassen habe, da wo du mich verlassen hast und dass ich immer wieder auf deinen Wegen entlang gekommen bin, um dich in die richtigen Bahnen zu halten. Sei nur froh für mich. Und Petrus musste das lernen. Wie viel mehr muss ich es lernen? Ich kann dem Herrn nicht dienen. Wie sieht das im Neuen Testament aus? Im Neuen Testament heißt es: Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Diese Lust ist geboren aus dem Samen der Wiedergeburt. Und trotzdem hat diese Person Sünde, die in ihm wohnt. Obwohl ich mich im Glauben in Christus befinde, im Geist und in der Wahrheit, wo die alte Gesetzmäßigkeit des Sündigens ja aufgehört hat, denn sie vergeht mir vor lauter intensivem Jesusbewusstsein. Obwohl das eine Wahrheit ist, kann ich die andere Wahrheit nicht ad acta legen, sondern muss es klar erkennen und bekennen: Ich bin nicht immer im Geist. Ich bin nicht immer in dem starken Glauben. Ich werde hier und da schwach und rückfällig und fleischlich gesinnt. Und dann muss ich da aus diesem Zustand wieder raus in den Geist kommen. Das ist immer wieder mal. Und das ist ein Erleben. Das gehört mit dazu. Und nur die Aussage: Was aber nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Dinge in meinem heutigen Leben noch nicht derart aus dem Glauben gehen, dann könnte ich verzweifeln. Dann könnte ich sagen: Diese leicht umstrickende Sünde des Unglaubens, des Zweifels, des natürlichen Denkens, das ist so eine leicht umstrickende Sünde, die mich tagtäglich umgibt und mit der ich es zu tun habe und wo mir das Wort Gottes sagt: Legt sie ab. Immer und immer wieder habe ich etwas zum Ablegen. Ja, meint ihr, ich strahle den ganzen lieben langen Tag nur strotze vor Glauben? Nein, ich habe meine Probleme. Ich habe damit zu kämpfen und es tut mir weh. Aber das sind gute Schmerzen. Das sind heilbringende Schmerzen. Das macht mir bewusster, wie sehr ich meinen geliebten Jesus brauche. So wie ich bin blind, arm und irr, suche ich, was mir gebricht bei dir. Licht reicht um deiner Gnade Zier, o Gottes Land.